Hallo miteinander. Pünktlich zum Valentinstag gibt es heute ein paar wichtige Tipps und Tricks rund um die roten Lippen. Von so vielen Frauen höre ich immer, dass ihnen rote Lippen nicht stehen. Aber das stimmt nicht. Ihr habt wahrscheinlich einfach noch nicht den passenden Rotton gefunden. Ich zeige euch heute, auf was ihr schauen müsst, damit auch ihr das richtige Rot findet. Es gibt 4 verschiedene Typen und den Anfang macht der Schneewittli-Typ. Angelina Jolie ist eigentlich das beste Beispiel für den Schneewittli-Typ. Schwarze bis dunkelbraune Haare, einen hellen Teint und dazu grüne oder blaue Augen. Was zu diesem Typ besonders gut passt, sind satte und knallige Rottöne, am besten eher kühl. Kommen wir zum zweiten Typ. Die besonderen Merkmale des nordischen Typs sind helle Haut, helle Augen und helle Haare. Was dem nordischen Typ besonders gut steht, sind dezente Farben, sprich Rosé, Erdbeerrot und Rosenholz. Habt ihr dunkle Haare und dunkle Augen, dann habt ihr das Glück, dass ihr der südländische Typ seid und euch steht praktisch jedes Rot. Kräftige, knallige Beerentöne und warme Rottöne schmeicheln eurem Teint aber besonders. Kommen wir zum letzten Typ, zum Kardashian-Typ. Ihr habt schwarze Haare und dunkle Augen und dazu einen olivfarbenen Teint. Dann solltet ihr eher zu warmen Rottönen greifen. Sie dürfen aber auch ein bisschen dunkler sein und sogar ins Bordeaux gehen. Das perfekte Rot habe ich gefunden, jetzt geht es ans Auftragen. Und dafür habe ich noch 2 Tipps für euch. Und zwar, der erste Tipp ist ein bisschen Highlighter hier über dem Lippenbogen. Und zwar ganz fein ein bisschen auftragen. Das sorgt nämlich optisch ein bisschen für vollere Lippen. Der zweite Tipp ist das Auftragen. Und zwar immer vom inneren Mundwinkel gegen oben. So habt ihr nämlich automatisch einen Schwung drin. Tragt das von oben runter auf, dann ist es automatisch eine flache Linie und das wollen wir nicht. Ich bin auch diese Woche wieder für euch unterwegs im Shop bei Tivoli und wollte von den Leuten wissen, wie viel Geld sie ungefähr im Schnitt pro Monat für Beauty-Produkte ausgeben. Ich gebe jetzt meinen Lippen den letzten Schliff und ihr könnt schauen, was dabei rausgekommen ist. Im Monat? Ich muss sagen, ich gebe eher so ein für Cremes und so Pflegesachen aus. Also was gebe ich aus? Vielleicht 50 Franken. Aftershave, oder? Ein Parfüm. Im Monat etwa 300. 200 ungefähr. Heutzutage nicht mehr so viel, vielleicht 20. 20 bis 50 Franken im Monat. Ja, etwa 250 Franken. 250 Franken? Was ist das so ungefähr? Also, was für Produkte? Ja, so Bartöl zum Beispiel oder für die Haare auch Öl. So, ich bin jetzt bereit für mein Valentinsdate.